Einen wunderschönen guten Bonjour gewünscht. Erst alle, du hast ihn einfach lieber Bruchteil gesprungen. Wie warte, warte. Einen wunderschönen. Ja, okay, das. Ja. Wenn die Leute zu Suizid gefährdet sind, sollen sie raufspringen. Dann also so, dann also so, dann also so. Also. Wir beginnen als Low Mall ob Everlooke für Quest aufzugehen, wo wir ja an der brennenden Steppe hin. Und dann beginnen wir als zurück ob SW und dann, ja. Und dann machen wir an der brennenden Steppe tatsächlich ein bisschen weiter. Ich hatte auch sogar eventuell evaluiert an der sengenden Schlucht, da gucke vielleicht, wie die Elite-Quest da gemacht zu kriegen, aber. Ja, kann ein bisschen kompliziert gehen. Ja. Wir beginnen aber mal als Slow ob ever look, look, look. Jo, weil das geschieht, war auch ziemlich. Ich muss mal gucken, Mittwoch, Englisch. Ja, auch ziemlich Mittwoch. Mal sind wir da nicht still. Man muss noch Puppe raus tun. Oder rausstellen. Verzeiht aber verflitzt. Ja, und was geht jetzt nicht viel, bis kein Eis. Gestern heute hat schon viel verändert. Ja, mehr Schat, wo Schat sich heute auch Kaffee, weil ja, es geht noch eins zu Kaffee, muss ich auch Kaffee gehen. Sonst hat die Neige dumm durchfiziert sein, sonst hat die Kinder ham nam 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 nam, die wisst ihr wie das. Ja, du, also gerade um so eine Story angefallen, von früher, ich weiß nicht, die Story ist einfach komm. Die kennt ihr die Leute, wo. Wie soll ich das los sagen? Er Profin von früher, gell? Er Herr Lehrer oder Jofferin, gell? Bei mir war es tatsächlich ein Profin, ein Nom. Wir hatten die Leif Madame. Im Endeffekt war man nämlich so Leif zusammen. Das fand er nur raus viel weiter. Kann sein, dass die Story schnell erzählt und aber. Die frequenten Sachen, ja. Du hattest dann eben die Madame, die hat dann Technik de la Vente eben gehen, gell? Die wisst ja alle gut, dass ich beim Hela geschafft habe. Und du als kleiner Grund, wie soll das so ein Info? Wir haben all Scheiß zurückgeholt. All Scheiß. Auch wenn es nicht eise war, aber wenn es benutzt war. Und genau das ist geschieht. Da muss ich tatsächlich dann eben die kleine Story da im Vierfeld beginnen. Ich war aktuell an der Platschesabteilung allein gewesen. Ich war aktuell allein, weil der Kollege eben gerade an der Pause war und den anderen war am Ruhetag oder konnte ich weiß nicht, oh, ich weiß nicht was. Das ist die nächste Sache. Ich war zu dem Zeitpunkt allein an der Abteilung. Da hatte ich schon ein paar Klienten gehabt. Und dann geht ihn dann angerufen, so von der Info hier. Ja, also bis mir gibt, du gern zurückholen. Aber der Code funktioniert nicht. Kommst du, ja, wird okay. Ja, was das ist dann, ja, das Silikon Manhattan, so, da dachte ich nur mal doch, gell. Und ich eben schnell bei Regal gegangen. Das ist der Code, ja, mit dir stimmt nicht. Dann habe ich dann da, ich tatsächlich auch nach der Nummer gesucht, eben von der Mark. Und ja, wird funktioniert. Ah, du musst unbedingt nur direkt dahin kommen. Ich habe ob man sagt, 3 Kilo stohlen. Gell, und ja. Gut. Und dann, OB-Mol. Gell, und so, ja, du musst dich da geduldig, Punkt, fertig. Gell, und ich habe da am Angehangen, mein Klion da weitergemacht. Sie sind so 5 Minuten vergangen, die wissen, wie das von gerne Apps will direkt machen, bla bla, palim palim. Ich habe noch einer Klion, wo du sind, ich verstehe die Madame auch. Und ob einmal geht ein Telefon, ja, mir könntest du eigentlich, komm so, ich schon heute nach Klion stehen. Gell, Klion kommen so, komm ich ja, du hast die Klion schon gemacht. Gell? Ja, mir hat heute noch fisch. So, wenn es nicht am System ist, dann hummert es nicht. Ja, hast vielleicht ein Sopo gemacht in einer Spezialbestellung. Ich meine, für Silikon für Manhattan haben wir keine Spezialbestellungen. Gell? Nee.
Dann bin ich Klient fertig gemacht, gell, den Telefon rum ein Kerl geschaltet, ein paar Minuten. Ich bin auch immer am Gang, und angehangen, aber sie mal, gell, und den hat ich Klient nach Mord geholt und gesagt, kein Problem, geht raus noch hier hin, Madame liest sowieso nicht, aber kommst okay, kein Problem, ich dann da hingegangen, gut. Und da kommen wir so, cool. Ich jetzt mal die dort mache, also von euch, der ist vom Batis Half. Gell? Ich hab gemacht, das ist auch relativ einfach. Ich drehe ihn so, Talsch schon benutzt, abgemacht, so, okay, cool. So gemacht, auch noch plus, also benutzt gewischt. Und hat viel drüber geguckt, nee, mei, aber, was ist denn das Spitz drauf, weil da ein Schrauf drauf war, so. Ja, mei, du, wer ist der Eich, da komm, so, nee, der Code geht nicht, also hummer es nicht. Oder der Klang muss fahren. Ja, mir schon los, ich habe einfach schon angerufen und habe dann da, respektive Tabkiss ja, Bescheid gesagt, ja, wir haben dann einfach zurückgeholt. Geil, komm, okay, Gratulation. Wo ist dem Klient dann gerade? Weil normalerweise muss ich auch mal die Käse in Zedlab zurückbringen, was bei uns ja nicht gang und gäbe war. Aber wenn der Klient drauf sich gepocht hat, geil, hast du da auch dann ohne Käse in Zedlab zurückgeholt gehen. Furchtbar. Ja, und da, als dann tatsächlich der Knaxus gewischt, komm ich, ja, das, die machen das nicht von uns, die gehen dann bei diesem Verkauf, wo ich will es halt wissen, weil wir die nicht tun, aber wir die tatsächlich, weil ich weiß, Punkt, ganz einfach, ich weiß es. Ja, für was weiß ich es, weil die Leute von, die Knauf, nee, am bei diesem Halb hat sich gut einfach heute gekriegt, nee, weil mich die Knauf von. Okay, cool. Machen wir noch kurz die Quest heim und dann, den Hörner von den Pörnern. Das ist, wo ist es da? Chimären-Hörner machen wir den noch schnell. Ja, und da kommt nicht, und ich so geholt und dann drecksisch gehalten. Für ihn, gell, für den Klient, gell. Und habe gesagt, ja, cool, geht's jetzt? Dann, oder Gratulation, was dem Klient, lo, wirklich so viel, ich weiß den Preis nicht mehr, was war über 5 Euro, gell, einfach so geschenkt, gell, ganz einfach. Gell, und du könntest, ja, wie Schutzlo heißt du? Nee, das Ding haben wir nicht, gell? Schon da gesagt, dass das als ich mache. Wenn du das nochmal gesagt hast und geguckt hast, ja, ob das Ding oben ist, da werden sie schon gut retour gehen, das hast du nicht gemacht. Hey. Wann schläft du dem Klon da eben dann so viel Euro gerade geschenkt? Da ist der Klon, und das ist was da gegangen, und der Klon war da gewischt. Und du könntest, ja, und du hast dann, das ist gerade heute, das ist schon auch gut von dem. Ja, und, Hundeschrem, blitzt, ja, ist schon ein Pulver, gut. Ja, und du hast dann Madame von der Käse, von der Hauptkäse kommen, ja, ich rufe dem Schäffle an, und dann so, und ich hab mich schon abgefordert, du so, kein Problem, hi, geil, hi, hol mein Telefon so gut, ruf mir den an. Ah ja, nee, gell. Ah nee, ich will noch ein bisschen dienen und dann rufen ich ihn da noch. Mhm. Ich war noch nach Trupp, gell, dass ich auch gerufen kriege. Ich war noch nach Trupp. Und das ist schon 15 Jahre hier. Ey, da kann ja nicht sein, das tut er da. So. Gut. Wow. Ey, vielleicht sind die Algen so hilfreich am Level. Der Tisch, die Quasi ist doch. Hä? Okay. Muss schon vorne die Miller am Level sehen. Okay, whatever. Das ist ein von denen X-Story gewischt, dass die wirklich wo am markantesten gewischt ist. Gell? Wo da merkt, wir haben all Scheiß zurück, das ist nicht von uns gewischt und der Pro, die war schon benutzt. Gut. Wir haben noch den Kumpel von der Fresche gewischt, wenn sie komplett eigen gewischt wäre. Das wäre der Kumpel von der Fresche gewischt, ja. Okay, gut. Und daraufhin, das war die kleine Einleitung, die wir gebraucht haben. Mit die Chimären dort zu machen. Ich weiß nicht, ob das großartig etwas bringt. Ich meine, das bringt nichts. Wir bewegen uns zurück, weil das tut dann als eine Selbstmordmission. Schön sowieso noch eine Selbstmordmission führen, wo du denkst, wo wir keinen Zuhörer machen. Ja. Und da hatten wir dann einen Test gehabt. Und ihr wisst ja, wie das ist, die Realität, und was im Buch steht, das sind zwei verschiedene Sachen, gell? Das ist wie Äpfel an Bieren, oder Äpfel an Ananas. Du hast dasselbe Nummer, gell? Das ist auch eine Frucht, aber das sind dasselbe. Wie Äpfel, Apple Pie, Apple. Gut, und das ist ein Obst. Und das ist tatsächlich der Beste, weil ihr könnt ja auch zwischen Äpfel an Bieren, nee. Zwischen Apple und Apple Pie. Da kommt gleich nicht, oh ja, tatsächlich. Gut,
Da hat man dann eben ein Kerbis gehabt. Ich komme schon noch um die Engfrau erinnern, und die anderen waren gerade so dumm gewirscht. Und du könnt, als sie lief, Madame, dann hat sie hat alles auswendig gelehrt, weil bei uns ja alles ernst gewirscht ist, wie Realität. Und du kommst dann, und du warst froh, ja, wie verhalten wir uns bei einem, bei einer Rückgabe, das heißt, wenn ich Klüppel etwas zurückbringe, wie das Beispiel, wo ich das schon erzählt habe. Erzählt habe. Respektiv, die Frau war nicht ganz so gestellt, froh, weil sie gesagt hat, wie verhalten die erst am Geschäft, gell, bei einer Kundenrückgabe, oder bei einer Rückgabe, so, gell, wirklich am Geschäft, gell, bei erst am Geschäft, so dran, grob übersetzt, Moment. Schon mal die Frau dreimal durchgelesen. Ich, Madame, vier gefroht. Sie können ja was das Play? Nee, ich nicht Matsplay, aber hast froh nach vier gelesen, gell, so wie am Buch steht. Oder wie bei Eis so matlo ob der Arbisch aus, gell? Wie bei Eis ob der Arbisch, wie dir bei Eis ob der Arbisch schmat. Nicht wie am Buch steht. Nee, 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 nee. Wie bei Eis ob der Arbisch. Ja, wie ob der Arbisch. Nicht am Buch, nee. Ob der Arbisch. Nicht am Buch. Sie könnte schon. Nee, an ja, wie bei Ersch, ob du abisch. Okay. Sie haben mich alle ein bisschen dumm angeguckt. schon 61% schüsse nach Dingen. Halbpakete schon nicht bereit sein, schlimm. Ja, an der kommen ist da geschrieben. Ist dann geschrieben, ja, wir holen alles zurück, egal ob es nicht von uns ist, ob es benutzt ist, ob ich Kissenzettel dabei sind oder nicht, das ist egal, wenn alles zurück muss, man kein Kissenzettel dabei sein. So was bei uns gelaufen tatsächlich. Und nicht, dann war ja der beste Fall. Die Klinik hat ja kein Kissenzettel, ich kann ja kein gehabt tun, gell? Weil Madame an der Käse hat gesagt, ja, ich habe auch keine Käse. Sie hat das komplett vergessen. Gell, dann hat sie gesehen, dann hat sie Bettis halt aufgestanden. Whatever. Gut. Und du hast dann eben gewirscht. Und du hast geschrieben, nee, wir holen tatsächlich alles zurück. Ohne Käse sind wann benutzt das, und obwohl nicht von uns ist. Und der Klient kriegt sein Geld zurück. Am Buch steht, der Klient kriegt just aus Kulanz kriegt dann eben einen Gutschein, gell, mit Kissenzettel an, was nicht gebraucht das. Alles schön ja gut, am Buch schön komplett anders wie mir gemacht und komplett anders das. Ich schon nicht lustig fand. Ich schon nicht lustig fand. Welch dem die 10 pro Moment für drin hat, du wängst, ja. Und ich hatte eben geschrieben, gell, bla bla bla, palim palim. Und da b-mal sind dann Dinge alle gut, gell, mit einer Woche, du weißt ja, wie das so gut hat verbessert. Dann hält Madame dann den, ich wollte schon den Diktionär dabei. Nee, einfach das Buch dabei und das, was sie auswendig kennt. Und dann, ja, weil das geschieht bei mir, als die Frau komplett durchgestracht ging. Sie war falsch gewischt. Natürlich, weil sie ja nicht der Buch stumm. Gut. Ich hatte wirklich ein Dotz gewesen und fand auch nach Leute so froh, wo mir komplett ernst das mache, wie am Buch steht. Aber wirklich komplett ernst das. Ja, und du hattest wirklich ein einstelliges Zuhl gehabt. Ja, ein einstelliges Zuhl. Und da komme ich, ich muss die Hand kurven, für was habe ich ein Dotz heute? Ja, mir, weil es nicht geschrieben ist, wie das Buch steht. Ich komme, Moment, ich hatte ja schon gefragt, wie die Frage zu beantworten ist, wie es am Buch steht oder wie wir es bei uns am Geschäft handhaben. Ja, mir, so wie das Buch steht, geht doch gehandhabt sogar. Nee, 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 nee. Froh war so gewesen, also so wie das Buch steht oder Dingen. Ja, nee, mir, dann hast du einfach so schreiben, wie das Buch steht. Und dann schon gefragt, wie es zu handhaben ist, die Frage. Okay, an sie tatsächlich Schutz vor sich rauszureden. Und geil, auch nicht meine Klasse abgemacht. Wir hatten ja den Zettel, den Prüfungszettel haben wir ja behalten, gut macht der Frohen. Und ja, was habe ich gemacht, weil ich nämlich so klein Arschloch sind, so klein asozial Arschloch und plus noch dabei. Und ich dann einfach dann dahingegangen. Geil, der Schulsack war schon ab, geil, bei der Klasse rausgeholt, Prüfungsblatt abgelöst. Zugemacht,
Gell an. Oh mein, Invicta, also Rucksack gewirscht. Ich mach schon haut noch immer. What the fuck, die muss halt sein. Ja. Und das sag mal ganz relativ, wobei es dann als noch relativ ganz, da wenigstens was nicht viel Druck kommt. Ja, und ist dann eben schon Sachen dann zusammengepackt, gell? Wie war schon, nee, die Stunde war dann nicht fertig gewesen, um Gottes Willen. Nee, es war wirklich am Anfang von der Stunde, und ich eben dann die Klasse auch dran gemacht, ich habe gesagt so. Und ich tatsächlich dann eben, weil ich hier natürlich wieder Worte gehen habe, ich eben schon mein Jackett angezogen und Ding. Und gehst du direkt bei dem Direktor, genau, du hattest schon alles gehabt. Ja, wie war das dann? Ja, weil die Episode, an der ich nicht drin halt, war der Mat, ganz einfach. Die so und so, und die waren, ja, aber du musst nicht gehen, du musst kein Problem, du sollst so gehen, ich gehen. Und ich eben von einem Gebäude an das andere Gebäude dann schräg gemütlich rübergegangen, und sie mir haben drin gehäschelt, gell? Sie war rot wie Krebs gewesen, oder rot wie, ja, wie der Balken vom Gegner, gell? Sie war so rot am Gesicht. Sie haben drin gehäschelt. Das war ein edler Madame. Sie kann ja nicht dafür für Kondition, gell? Weil sie, wenn sie alles, sie kann ja nicht dafür, als dann Monsieur Kielisch Sport, um Gottes Willen. Das war ich auch nicht. Das ist, was ich hier zu schlecht halten muss, du kannst mir nichts Gutes dabei. Sie war einfach nehmen, ob ihr Buch fixiert. Und so und so. Und da sind ich tatsächlich dann eben an den. Also, was los? 2456, für eine Rezeption gegangen, habe ich gefragt, als der Direktor da, ja, in unserem ja, Büro, ja, kein Problem, das ist auch aktuell kein Do. Was geht? Ein kleines Problem wegen seiner Prüfung. Ah, kein Problem, geht doch ab, gell? Blablabla. Ich bin immer freundlich mit den Leuten, und die Leute kennen mich, und Palim, Palim, die wisst ja, wo man freundlich geht, können die weiter. Ich dann eben rup, schön gemütlich, dann bei dem Direktor gegangen, ich dann eben getockt. Das war ich, wo gerade getockt habe. Und ja, ran, und schon, ja, so und so. Das hat dort dann ja schon Madame so und so eben gefragt. Dreimal sogar, weil die Frau zur Hand haben lassen, so wie wir am Geschäft machen, oder wie da im Buch steht. Am Buch steht es so, am jemand am Geschäft so. Und nun schon tatsächlich stand der Fall erklärt, tatsächlich von einem, dass wir all Scheiß zurückholen, muss man nicht von euch sehen, an Palim Palim. Und ja, und du könnt hin, du hast hin gesagt, ja, ich kann just eh geschafft haben, im Land wird so dumm aus, und das ist ein Hehler. Genau, du schaffst nicht. Ah, okay, gut. Da könnt ihr zurück bei der Klasse gehen. Ah ja, ich hatte sowieso will es während der Stunde tun. Das dürft ihr nicht machen. Ja, weil ich schon mal da im Kraus eben ein bisschen wieder schwarz tun, willst du das soll bei euch gehen. Und du sagst, das soll nicht mehr. Aber das ist erzählt wie immer. Gell? Und du könnt, aber schon ein bisschen, ja, aber wie gesagt, du hast eine Ungerechtigkeit. Ja, da schickt man sie rein. Kein Problem, die ist schon an Druck gedackelt, gell? Also das Krebs rot, weil sie nicht noch kommen ist. Ah ja, okay. Und das war eigentlich der, war noch die andere, die hier raus, gell? Das war nämlich so dir gewesen, an hol den so hören, du bist so häscheln. Schon gefühlt, ich meine, Stier will heute gehen, den. Ich weiß auch nicht, wie weit. Aber der Durchschnitt Stier will, meine Stadt tot. Ja, und ja. Und du hat er gesagt, ja, dann ruft der, sie wird wahrscheinlich schon kommen an heuer und du, weil sie für ja, andere Stunden sie führen. Dies war ein bisschen außer Ort zum Gewirr, keine Ahnung, wie weit, das war, ich weiß ja, wie weit, das ist ein Stock gewirrt. Und war geliefert. Moment. Ja, und ich dann, Madame Kraus, dann Herr Direktor wohl, da war mit der Schwarzen, wegen der Prüfung, und schon blieb da alles da los. Und ich habe gefragt, muss ich doch Buch nach da losen? Nee, tut mir ja gewesen, das an der Reihe. Und sie könnte dann, sie aus der Reihe gehen, und ich komme zurück an den Klassensaal. Tut gedauert, denkt sie, eine kleine Zeit schon, das ist immer relativ. Und sie sind verschieden und gesagt, bist du ein Sau, wie kannst du das nicht mehr machen? So, Moment, die war selber dabei, da, und ich habe gefragt, was, wo weh, und sie hat mir tatsächlich, ja, mir. Du weißt ja, wie es ist. Jetzt habe ich immer erst ein Buch geschrieben. Ich habe gefragt, ob es genau wie am Buch soll sein oder wie wir es handhaben. Und ah, gut, die hat gesagt, komm, hui, hui. Ja,
Ja, mei, du hast recht, genau. Du hast vielleicht ein bisschen überspannt. Oh, nee, an dem Fall lohnt nicht. Und du hast da rumkommen, hier und da. Und du hast Prüfung da. Ja, ich. Moment, ich muss da dann tatsächlich, da wird wirklich eben dann so, so rumgehen. Ja, Moment. Hat von Schlau gekillt tun. Da je, komm ab. Stirf. Stirf. Ja, dunkel. Ja, gut. Du hast darum bei Klasse kommen. Also, du hast ein bisschen mehr Zeit gelost, gell? Und du könntest. Ja, ich muss ja die Prüfung nächste Woche gehen. Ich muss Römerke richtig verbessern. Auch so ungefähr an dem Ton. An dem Ton lag so. Ich komme so. Ah, kein Problem. Los erst Zeit. Hauptsache, es ist richtig verbessert. Boah, even Blicke töten könnten. Und seitdem, gell, seitdem hatte ich nicht mehr zu lachen bei der Gerd, aber nicht mehr. Ich persönlich fand es witzig. Ich fand es extrem witzig, fand ich es. Aber ja, wie gesagt, seitdem hatte ich gesagt, ah ja, und ich hatte tatsächlich eine 750 gehabt. Ich hatte, ich schreibe Fehler, weil der einen Sauklau hat. Gut, ich dafür 3 Punkte aufgezogen insgesamt. Das war so geil. Und seitdem war ich, seitdem darf ich irgendwie so gefürchtet bei verschiedenen Profen. Und dann fand ich froh gestellt. Warte. Die Story wurde noch so ganz leichten Nogang gehabt. Trotzdem nochmal hier, ob es ihr sind. Also. Ja, die kann man sogar auch noch klatschen. Die gehen wir vielleicht noch sogar kriegen. Also. Dono hatte man tatsächlich eine Prüfung gehabt. Die wissen ja Palim Palim. Und waren die Sachen relativ komisch durchstehen. Ziemlich, ja. Und ich tatsächlich okay, cool, interrupted. Ja, sorry. Und da hatte ich tatsächlich gefragt, dann, ich weiß nicht mehr, war nicht genau gegangen, das mehr, aber es war um so schwurblerisch geschrieben, so wie es bei Ash oder so. So in der Richtung war geschrieben. Und ich gefragt dann, hat dann rausgeschreckt, so, so wie dein Buch steht oder wie bei euch, ob du erbischt hast. Und du könntest sie, ja, mit froh steht dann so wie bei euch, ob du. Nee, wie dein Buch steht, wie dein Buch steht, schon hab ich was Falsches geschrieben. Ist dann durchgestracht, gell? Ich verbessere das dann ja einfach um Prüfungsblätter, gell? Ja, verbessert das Algo, wenn es gibt, wie dein Buch steht. Durchgestracht, gell? Wie es im Buch steht, gell? So. Okay, merci. Das tut auswendig gelehrt. Das kann ich abschreiben. Das geht. Wie meint ihr bei euch ernst, das habe ich. Ich komm, das ist gut, schreib einfach. Schmengen. Die hat nur so ein Haar so mich gehabt. Ja. Ich fand aber trotzdem witzig, ehrlich gesagt. Ich fand witzig. Ja. Mit anderen Profen hatte ich gar kein Problem gehabt. Erich hatte ich 2 Mal gehabt und ihn hatte ich 1 Mal an die letzte, keine Ahnung, wen das war. Ja, mehr, aber wie gesagt, mit meinem Erich und heuer und du so und schon relativ wenig Probleme gehabt. Schießt du mit der. Der gute Madame, du. Hätte sie gut eh gehabt, den hat ihr schon krank gehabt und den war tatsächlich auch ein bisschen auf dem am Europaparlament für eben so ein Zusammenleben für singen. Dinge, na cool, was wir sagen. Geil, und hier und da. Komm, kill mal hin, hier noch schnell. Solo kill mal hin, hier noch schnell, mei. What? Der Toten, die nur den extra Nomen, der Toten aus keinen normalen. Ja, da sind die Leute.
Noch 60 und den extra Nummer. Ja, und ja, ich schaue mal stark und den guten Herr lief nicht mehr, weil er hat schon relativ krank aussehen. Ich hoffe tatsächlich einfach für, dass er tatsächlich einfach trotzdem noch lief. Aber ich bezweifle, ehrlich gesagt. Ah ne, mal keine Elite. Aber ja, wie gesagt, ich hoffe, es ist das Beste, dass sie noch lebt, aber ich würde es bezweifeln, nicht, weil ja. Aber ja, das war relativ cool. Ich merkte just zweimal am Jahr Prüfung. Ja, Sozio-Zivik, Sozial- und Zivilverhalten. Aber mit tatsächlich war Europapolitik macht. So wenigstens kann ich vielleicht bis. Ja, schon verschiedene Sachen kann dann die Story machen. Etwa kann ein anarchistischer Staat funktionieren, gell? Die Story, die ich da steht, tatsächlich erzählt hat. Okay. Ich fand mal, nein, ich werde noch brauchen, ne? Gut, ja, die hat ja schon tatsächlich erzählt dann, ja. Ja, ich hatte tatsächlich 60 für 60 Euro auf der Zensur. Ja, bei uns für die Deutsche, ich weiß nicht, wie die Punkte hat mir mehr 60 für 60 gehabt. Bei uns am Punktesystem. Geht auch mal Prozent, geht auch noch, aber wir hatten tatsächlich mal Punkten von 1 oder von 0 bis 60. Für 0 zu kriegen, musst du schon deine Nummer schreiben können, aber ja. An dem Datum nicht. Obwohl. Ja. Ah, das waren. An Hand aufs Herz. Ich sage ja immer, ja, mit dem Wissen von heute, geil gebe ich das, was früher alles geschieht ist, geil gibt das nämlich geschehen an heute und da, ja, definitiv. Aber mir ist aufgefallen, allein schon durch die Story hier, oder durch meine Geschichte, die ich da erlebt habe, dass ich früher tatsächlich aber auch schon so war und mir nicht immer alles so gefallen gelassen habe. Ja, und wir hatten tatsächlich, das war am dritten Schuljahr, war das gewesen. Da hat man einen Prof gehabt, die Noten kann er immer Kokosnuss gehen. Nee, nicht wie CS, natürlich, wenn der mit der Faust haben, eben auf den Kopf schlug, dann halt, oh, du hast falsch gemacht, eben lauter so Sachen, gell? Und ich konnte tatsächlich auch, ich war auch nicht immer der Feind, denn einfach du hast keinen Kammer zu schlagen. Wenn ich tatsächlich mit dem Wissen, wo ich früher hatte, gegangen von der Haut tun, an den ob demals Kind umsetzen, sobald wie zwei Tante, so nach vor, weil eben Spruch gebraucht was, ja, sobald wie den Tante geht, mich auch hoch, wenn hat, gell, ich hatte einen direkt mystisch Lohn, direkt, angesieht. Ich habe mir durch, nee, du suchst keinen Kanal zu schlagen, ganz einfach. Ja, direkt abschluss und direkt denkt schon. Paff. Ohne so eine Diskussion. Ohne großartig irgendwelche Palim Palim. Einfach direkt schon. Punkt. Fertig. Aber ja. Du. Ja. Ja, das. Du hast kein Leute zu schlagen. Ganz einfach. Also wussten es auch kein Kanner zu schlagen. Auch als Prof nicht oder als Herr Lehrer. Das war an den 90er war das gewischt. Anfangs 90er, ja. Anfangs mit 90er um den Dreh. Und ja. Joel war nicht immer schön gewesen, dann fein. Die Leute können immer, ah ja, Joel-Zeit. Ja, Joel-Zeit war cool gewesen. Ich wollte nur so nicht ähnlich. Nee, ein paar Sachen, wo an der Joel-Zeit relativ cool waren, muss ich auch ehrlich zugeben, als erstens mal, du hast keine Rechnung zumindest zu bezahlen. Gell, und ja, du hast sonst keine Ausgabe gehabt. Ganz einfach. Du hast einfach, wir müssen an die Schule gehen und lernen. Wir müssen eigentlich nicht Mist machen. Und das war es dann eigentlich.
Aber mir waren so blöd, gell, an, also so nur so blöd, aber du weißt, was ich da meine, eben so naiv, ja, wir lehren nicht für uns, wir lehren für die Lehrer, und die Opfer, dann haben ja du, mit war nicht so gewesen, wir haben für uns gelehrt. Und du gesagt, was daraus kommt, ja, verschiedene haben tatsächlich eben just for fun mit lehren, wir hatten tatsächlich bei uns in Dora in der Klasse, die hatte Geld. Also noch nicht wen das, whatever. Ja, die Eltern hatten tatsächlich Geld gehabt. Weißt du, nicht die Schwarze Geld konnten, also auch nicht schlimm. Und ja, und wir hatten auch tatsächlich eh gehabt. Und das hat uns relativ traurig fand. Okay, cool. Den, oh cool, die kann man vielleicht auch noch so kriegen. Mal hin. Ja, dem sind ältere, bei das am dritten oder am vierten. Ich weiß nicht, wer im Schuljahr war. Ich meine, war am dritten. Weil ich hatte schon nicht lernen können. Ich meine, wenn ich maximal so ein halbes Jahr kann, so, war das gut. Sind älteren haben Lotto gespielt und haben Lotto gewonnen, ganz einfach. An Doropin, weil sie eben ein bisschen zu Geld kommen sind. Sind sie geplündert? Der Grund, schon kein Dingen für zu schlecken. Komm, schnell. Ja. Ja, für was sie geplündert sind, sie Geld gut, vielleicht weil sie bei den, weil sie in einem Appartement gewohnt, Geld für einen, vielleicht Haus zu kommen, dann du. Also vielleicht die logischen Dinge. Und daraufhin aus hin, ob in Internat gegangen und dadurch konnte ich eben wirklich besser lernen, dann du. Ich war normale Schüler gewesen, aber am Endeffekt hat ihm das eigentlich gut getan. Und ja, wir waren eigentlich ganz normale Schüler immer gewesen, früher. Und ja, verschiedene Leute sind tatsächlich schon an die Schule gegangen. Für, ja, ich muss an die Schule gehen. Und die haben tatsächlich auch Sachen gelernt, sind dann auf die Uni gegangen. Und haben da, ja, das, ja. Ja, du bist schon neidisch, weil du da bei der Uni kommst. Ja, genau das ist es, weil ich da bei der Uni gehe. Aber genau das hat mich schon, puh, du hast mich erwischt. Das mir erwischt, weil ich nicht über den Uni konnte und das war also, puh, ja, genau das war. Nee, sorry. Ich weiß, deine Uni ist alles schön und gut, mehr Uni kostet Geld. Bringt deine Uni dein Geld, was du ausgeben musst, bringt da das komplett alles ran? Ich bezweifle ehrlich gesagt. Ich war nicht beklaut, weil ich nämlich nicht, weil irgendwie noch mehr Agron habe. Ganz einfach, ja. Und das würde ich komisch fanden. Und du könntest mich ja vielleicht einiges Besseren belehren, wenn da von der Welt. Die meisten Litzeboer, wo irgendwie Scheiß lehren, gell, gehen auf Straßburg und auf die Uni. Für was? Ja, mit der Sprache, ja, Französisch hat das an der Reihe. Me, sorry, das ist mir egal, ob es lo in Uni-Aufschluss hast, an Medizin, holen wir zum Beispiel einfach Medizin, am Deutschen. Du gehst ja immer ja schon von der Sprache von Latein aus, gell, dass du ein bisschen Latein kannst, an Englisch und hier und da. Für was muss man auf Straßburg gehen? Weil es in ihrer Zeit, oder gell, du kannst ja auch tatsächlich irgendwo an England gehen oder Deutschland. Ich meine, Deutschland, dass du gut noch vielleicht. Die beste Lesung, gell, wenn es da, ne, kommt, da kann ich schon nicht provozieren, das tut dann. Ja. Ne, aber du kannst ja auch in Deutschland gehen, sie wird auch Köln, Trier, ich weiß nicht wo, gell. Und du kannst ja auch tatsächlich noch mehr weit gehen, sie wird auch Schweiz. Und der Schweiz sind letzte Woche ja auf den Unien gern gesehen gewesen. Oder irgendwo zu sagen, wie weit muss es dann bei den meisten, wenn sie dann auf die Uni gehen, muss es da Straßburg sein? Ich verstehe das nicht. Weil es mir noch ist, ja, auf jeden Fall, dass Straßburg das viel mehr noch wie
all den anderen Kratz der Sonnerei. Du kannst doch nicht wieder schwätzen, ich werde doch nicht wieder schwätzen. Das ist alles viel Minor. Du wirst ihn wahrscheinlich zaubern, ja, die Kacke Spaß gezaubert, lo. Geil. Aber sind die anderen Uni nicht gut genug? Sind sie vielleicht mit teuer? Aber die Stadt hilft hier normalerweise solche Leute. Ich weiß es nicht. Und dann haben dort Terz, ob eine Uni hätte mich nie gezwungen. Die sieht als Kanada, die sieht ja, mein, geil, lieber, wenn du die amerikanischen Filme guckt, geil, an Serien, ja, da gehst du auf College und dann gehst du auf Uni und hier und da und dann müsst ein Palim Palim und dann ist es so. Und hier in Europa ist es nicht. Ich kenne mehr Leute, die nicht auf einer Uni waren, wie auf einer Uni waren. Weil das eben bei uns. Ja, die zwei, die könnte ich eventuell packen. Was war Tim da? Ja, guck mal hier nach. Ja, weil eben bei uns hier im Land eben nicht so ob Uni gelohnt wird. Ich weiß, es kann vielleicht auch zu leiden, weil ich eben am wunderschönen Süden groß gesehen, weil mir eben hier im Süden echt da, ob da habe ich gucken, gell, eben, dass die Leute schaffen und nicht, dass die Leute eben bei einer Uni sind. Vielleicht könnt ihr doch da leiden. Aber Uste willst du doch nicht zurückkommen, du. Ach, ey. Spaziert den Leute durch die Gegend, du Hans Wurst jetzt der Boss. Ja, ne, vielleicht leid doch darum, dass wir eben hier im Land eben, oder bei uns generell am Süden vielleicht nicht so dort fixiert sind. Könnte vielleicht auch Doro leihen. Schon mal hin, hallo, als nächstes. Ganz einfach. Kriegen wir hier matt. Kriegen wir hier matt. Okay. Kann vielleicht auch durchholen, ich weiß nicht. Ich weiß, das ist schon zu lehren als Wander gemacht und ist sie glücklich, da mal da. Ich muss das die ganze Palim Palim drin drum hin mit Uni an hier und da. Vielleicht auch da holen, das vielleicht gesagt von der Ausstellung. Zu spät. Ja, wenn die Kacke da nicht kommen wäre, dann ja. Der Teil sind noch nicht die Selbstmordmission. Die Selbstmordmission, wo ich eigentlich machen wollte, als. Der Toten. Ja. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, du könntest mal schreiben. Ich weiß nicht, sind überhaupt an die Liste gegangen? Ich weiß nicht. Liste ist auch ein selbstverständliches Autos das. Und YouTube bei euch auch tatsächlich hier im Land, ich weiß nicht, wie das im Ausland ist, eben verschiedene Stufen von Listen oder ja. Gibt es dann die Primär? Dann, nee, du den Klassik, du den Technik, die hutz den gell, über das Modulärsystem oder RT oder wie immer, die heischen, gell, wo weder für das noch für das andere da sind, gell, dass die eben tatsächlich eine Ausbildung können kreieren. Ich weiß nicht. Und was für ein Unterschied zwischen Klassiker und Technik, das ist bei mir, ich lese Klassiker, meine Technik. Und du siehst tatsächlich Leute, die können, ja, mich muss unbedingt an die Klassik kommen, an hier und da, wo ich mir denke, so. Ja. Und du hast etwas, das muss ich tatsächlich eben wirklich bemängeln. Da muss ich so, ah, Herr Dr. Mengele. Ah, Herr Dr. Mengele. Nee, das ist etwas anderes. Mengele, wo muss ich das kennen? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es etwas anderes, ich weiß nicht, wo. Ja, okay. Wann da in der Technik war, das war mal bei uns am Süden auf verschiedenen Lyceen gewesen. Oder tatsächlich er Mathis-Aufgaben auf Deutsch, auf Französisch konnte kreieren. Gell?
Aber wenn da an der Klassik gegangen sieht, wenn sie so französisch. Was soll ich persönlich davon erhalten? Ah, du, er trappe die Spacker, den Nass. Ja. Und ganz einfach. Demos kommt schon, was wenn ich lieber Mathe auf Deutsch machen? Ja, mei. Du hast den Mathe, gell, immer auf Deutsch gemacht. Immer auf Deutsch. Und da kannst du an die Klassik, gell. Und dann musst du auf Französisch, das heißt, da musst du das Ganze eigentlich komplett neu lernen. Der Tisch, die Basis, die du hast, eben mit Multiplizieren, Divisieren und hier und da, das ist ja an der Reihe. Ja, aber den Termen ändern sich ja teilweise komplett. Und das ist das, was ich nicht verstanden habe. Wie weit kannst du dann einfach so, ja, okay, auf Deutsch und auf Französisch, weißt du was? Du musst dann die W, gell, eben die wohl gerne auf Deutsch hätten und auf Französisch, bla bla bla, palim palim. Aber wenn du tatsächlich willst, dann Tisch machen, hast du auf Englisch müsste machen. Hast du Mathe auf Englisch müsste machen. Mathe habe ich gerne gemacht. Essen. Ich kann mich erinnern, wir hatten ein Kehr eine Kur gehabt für zwei Weiterbildungskur, Punkt. Den hat man gehabt und die war eigentlich schon plötzlich gewischt. Gell? Nee, Blitzbusch war auf Deutsch gewischt. So war es, war auf Deutsch. Nicht Blitzbusch. Und Blitzbusch hat was Schwachsinniges gewischt, war auf Deutsch gewischt. In einer Woche, ja. So wie Lo-O-Mix geschwätzt, gell? Ich war auf Deutsch vorgemerkt. Nicht auf Französisch, oder plötzlich war ich auf Deutsch. Da hat man dann eben den Kurs gehabt. Und da hat man auch dann ein paar Leute, die frankophon waren, gell? Aber auch ging, dass sie Französisch können. Nicht, dass sie Deutsch können. Nee. Gott verdammt. Warte, das ist noch Feuerstück. Das ist noch so ein Quest. Ja, und du hast dann den guten herkommen, weil ihr Kind diskriminieren, weil Lützburg will ihr Kind diskriminieren. Du könntest, ja, hau da bist dann der Gate, wo man dann auf Französisch, wenn ich noch Französisch spiele da dabei, ich wusste schon ho genau, dass in die Kurve Französisch mich fängt, verschiedene Leute. Ganz einfach, und so, nee, das ist ja einfach eigentlich Deutsch. Geil, und die mich, ja, und just nach zwei, drei, nee, bei mir so, ah nee, aber kommen, ja, mir dann übersetzen ich erst das alles, dann wenn der frohen hat. Bei mir also so, für den Kurs, wo schon, ich wusste schon relativ viel, weil ich das nämlich oft benutzt habe, das Ding, do, für den fetchen Kurs, do, hat, obwohl ich die eigentlich gesagt und nicht hat, wo du eigentlich brauchst. Okay, cool, ich kann nur endlich quasi, boah, gezeigt. Ja, und dann, wann dann etwas rum, von der Französisch so gequasselt wird, ich dann so, ja, ich, komm, wisst ihr was, da tue ich Pumo, so haben nie gemacht, so, komm, wisst ihr was, ich erkläre für dich auf Deutsch und dann auf Französisch. Ah, merci aber. Und du hast mein Willen tatsächlich durchgesagt, gut, ich war am Anfang nicht glücklich, geil, das waren dann ein paar so Stunden gewesen, und so, ja, mir steht ja aber als Deutsch dran, das hätte ich auf Französisch gemacht. Auf Französisch schon ich mit verschiedenen Termen wirklich mein Problem. Verschiedene Leute auch, aus Respekt von den anderen, so und die anderen wahrscheinlich nicht. Und das ist also so. Und so, wir wollen ja heute auch tatsächlich irgendwie durchkommen und das packen, da kannst du auch Geld schließlich an erst Zeit, an Mischzeit. Sonst das kann man auch gerade so gut daheim bleiben, gell, und nichts machen, wenn wir dann durchfallen, weil eben an einer anderen Sprache noch gemacht wird. Ja, mir aber gucken mal die Herren, du stimmt tatsächlich auch, die Herren haben wahrscheinlich am Formular ugin, dass sie auch eben tatsächlich Deutsch können, sonst wären sie an der Klasse gewischt. Ja, mir aber dann ist hier in Deutsch so gut gewischt. Dann hätten sie das müsste so, wo sie dann den Kur eben gut tun, da das bei mir nämlich auch gefroht ging, demnächst. Wie hast du gern, lieber auf Deutsch oder Französisch? Könnt wohl ja, auf Französisch sind noch so viele Kuren da, die sind blöd bis Mokustag, gell? Am Deutsch, da haben wir tatsächlich, ja, du sind, ich bin nur die zweite Kur, du wo du hast, du können wir dich noch so rackreieren, du hast sogar noch Platz, ja, sie blöd, aber wenn du Französisch willst, das blöd bis geht nicht mehr. Und das ist der Punkt gewesen. Und dann habe ich mir erzählt, ja,
Mir will ja das, nee, ich will das ausgrenzen, mir, aber ich will den Kurs so machen, dass ich noch Hanno bestehen will. Ganz einfach. Ich will tatsächlich auch durchkommen und nicht so, ja, ich nur nicht gepackt mit was am deutschen Kurs gewesen. Ja, aber mir Französisch du geschwat. Von statt, von statt der Menge Platz, Herr nur so, dann denkt die noch, ja, was tut die nur doch der Vogel. Die weiß ja der Filzchen, die weiß ja der Filzchen, guck mal, schreiben, Geld schreiben schon für den deutschen Kurs und du musst auf Französisch. Ganz einfach. Ich habe mir das wirklich erklärt können. Ja, mir, das muss in so einem Platz nicht so, mir, wenn ich nur durchfallen. Wie soll ich denn dem Platz das dann erklären können? Ja, das andere, du hast recht. Wir ma machen doch Deutsch, gell, aber wenn Leute dann Frauen haben, gell, die dann Französisch haben, gell, wenn sie nicht verstehen, sie nicht umgehen. Und du tatsächlich beim nächsten Kurs hast und dann 50 Stunden. Ich weiß es weiter. Das war die Quest. Okay, cool. Das war die Quest. LOL. Ja, wir flehen noch mal bei den nächsten an. Wir gucken, dass wir uns ein bisschen anbringen müssen. Wir machen noch nicht mehr lang, ehrlich gesagt. Ich würde nur noch die eine Story da erzählen. Und vielleicht gucken, ob ich einen von denen da gemacht kriegen. Den, der Vorseher, die kriegen ich wahrscheinlich nicht hin. Aber die Tunika, du. Ach, die Tunika-Oase, du, die ist. Die wäre schon geil. Wie sieht's aus? Passt. Ah, passt bei mir. Schieß ein bisschen dunkel sind, dann wird es besser. Aber das Blutrote passt auch schon. Ja, und da hat man dann eben die nächste Kur gehabt. Und du hutten tatsächlich gut. Ja, wir machen Sachen in der Kur Deutsch. Auch wenn da eben jedenfalls Probleme hat, gell? Ich kenne ja die Französisch Dinge auch noch, könnt ihr da gucken. Dann könnt ihr auch noch, wenn die Leute nicht so gut Deutsch können, dann können sie auch das noch lernen. Und die hat ja auch eigentlich schon in der deutschen Kur gemalt. Oh, wie meh. Die wissen schon, als wenn ihr rein könnt. Ganz einfach. Und du hast da rauskommen, verschiedene Leute, die matt kommen, gell, für die Kur abzufrischen, gell, für Röm die nächste Permission zu kriegen. Wieso ist das nicht so? Ein Teil, gell, bei verschiedenen Kunden müssen dann auf Deutsch sind, verstehst du? Und du sind verschiedene, die kommen, ja, Diskriminierung, bla bla bla, palim palim. Und ich habe gedacht, das ist eine deutsche Kur. Ich glaube, Deutsch, das ist aber ein deutscher Kurs. Und kommen wir schon. Ich hätte doch lieber Blitzebuerisch gehabt, mit Blitzebuerisch ist utopisch. Das kann man ja direkt vergessen. Ja, das geht nicht. Steigt auch schon relativ gut. Ja, und am Nachhinein wurde aber rausgestellt, dass ich noch 57% Dinge habe. Das muss man wohl ändern, mir reparieren erstmal. Am Nachhinein, da hat man dann den theoretischen und dann noch den praktischen Teil, kommt Palim Palim. Ja, wo man dann da. Was dat, was dat? Also, ja, und dann noch, war ich tatsächlich eben bei den Dingen, wo man die Kur gehen hat, sind Speiergang kommt, kommt so, schon gebackt, könnten, ja, ich gesehen habe, könnten, nee, schon aber was hören, kommt, was ist dann hören? Das bist du stumm gemacht, komm schon. Was hast du schon stumm gemacht? Wie gesagt, den Thema, der Platz war total cool. Ne? Also, wir duzen. Also, komm schon. Ja, wie meinst du das dann? Ja, mir, du wolltest unbedingt Deutsch. Ja, dass ich ein deutscher Kurs gewesen könnte. Ja, mir, du musst ja auch verstehen, komm so. Und schon genau der Zeit, wo ich erklärt werde, erst schon erklärt habe. Was tut das für Sinn, wenn ich an den Kurs gehe? Gell? Ich will den deutschen Kurs. Und ich kann Deutsch. Und ich falle durch, weil Französisch gemacht könnte. Ja, und dann wird dann wahrscheinlich auf Deutsch machen, ja, aber auf Französisch übersetzt, weil die Leute, wie gesagt, ja, sie können Französisch. Okay, das wäre total cool, das dort dann. Ja, die konnten ja Französisch und Vorschlag und so, hatten sie schon, sie können ja Deutsch, das hatten sie schon nicht so viel umgemeldet. Ja, das stimmt noch wohl. Ich meine, die dort kann ich wegsnacken, die dort dann. Gut, ich hoffe, sie sind nicht geschärft, das ist aber noch nicht schlimm. Muss aber darum denken, just interrupten. Interrupt, gut. Ja, und du hast tatsächlich gesagt, ja, ich war nicht gerade so zufrieden. Ich habe gesagt, ja, man tut sich keinen Wert, wenn ich dann will, etwas machen.
Und ich packe es nicht, gell? Weil ich Spruchbarriere da ist und ich tatsächlich habe es ernsthaft nicht geholt, weil ich eine Spruchbarriere habe. Und das bringt mir nicht, das bringt dir nicht, das bringt keinem etwas. Ja, das stimmt. Und tut sich rausgestellt, dass verschiedene Leute, die tatsächlich eben das dann so umgehen haben, und dass die tatsächlich durchgefallen sind. Die haben den praktischen, den theoretischen, den gar nicht gepackt, genau du winkst. Und die nicht mehr gedacht, ja, mit so verschiedenen Leuten haben die eben nicht gepackt, weil die eben noch Deutsch waren. So. Das ist so nicht mein Fehler, wenn ich Deutsch, dass ich kein Unterricht Deutsch kann und ich kann kein Deutsch. Das kann ich mal nicht irgendwie ukrainen. Das ist nicht mein Problem oder mein Fehler. Das ist Fehler von anderen Leuten. Ja, das ist an der Reihe. Du hast dir selber gesagt, da muss man das nächste Mal mal gucken, dass man die Leute eben nicht willkürlich durchsetzen. Ja, weil ich bin da, wenn ich etwas machen gehen, und wird bezahlt, und dann kriegt Geld oder kriegt Geld dafür. Das muss ich Geld dafür ausgeben, ich meine, das ist ein besserer Terminus. Da will ich, dass das auch funktioniert und nicht, weil irgendwelche extra wurstige Brote gehen. Für Leute, die etwas umgehen und nur tatsächlich nicht können noch machen. Oh, komm, komm, killen, schnell, schnell killen, schnell killen. Ah, fuck. Ich weiß nicht. Wie gesagt, das ist die Selbstmordmission, die ich gesagt habe. Genau das ist es. Das geht lustig. Nee, mehr, aber versteht ihr? Ja, das ist eben ganz einfach so. Du willst hier etwas, du willst hier etwas lehren, du willst hier etwas machen. Die Leute sind mir auch gut abgefallen, so halt. Dann guck, dass du aber dein Kurs dann auch so hältst und wenn du Regeln abstellst, gell? Sie wird lo mit Frauen, wie zum Beispiel, wie man das bei ihrem Geschäft. Oder dass du in Deutsch kommen musst. Ist schon kein Problem, wenn du eben übersetzt auf Französisch, gell? Aber der Kurs soll dann auf Deutsch gehalten, geht ganz einfach. Ich kann ja nicht einfach hingehen an eine Klasse, wirklich ganz dumm. Just weil die dann echt frei ist. Ja, ich kannst du, gell, ja, für Zauberwürfel zu machen, ganz einfach. Kann zum Beispiel einfach, fällt mir noch nicht an. Und da könntest du ja, guck mal, die Deutsche, Französische, Litzburg, Dinge sind schon alle belohnt. Kannst du Spuren nicht kommen? So, ja, natürlich kann ich Spuren nicht. Und da bist du mal, da sind ich da eben noch so mit anderen Leuten, wo ich komme, so, die Knopf, könnt ihr mal das auf Deutsch übersetzen, gell? Und kommt da, ja, oh, das wäre eine ganz gute Idee, oh, ja, oh, vielleicht auch noch, ja, gell? Und dann haben wir noch in Deutsch Kur, und dann eben die paar Leute, wo tatsächlich Spuren nicht können, sogar als ganz zum Beispiel, die gucken dann blöd aus der Wäsche, weil, ja, weil man Spuren nicht gemacht hat, ganz, weil man Deutsch gemacht hat und Platz Spuren nicht. Ist das der richtige Weg? Nee, definitiv nicht. Und du verstehst Leute dann. Weil du siehst, ja, wir können da vielleicht schon übersetzen, weil ich da vielleicht ein bisschen besser Deutsch kann. Da gibt es da vielleicht Telefon, aber sonst. Ganz einfach. Ah ja, schon tatsächlich auch den praktischen Deal gepackt, ohne Problem. Mondbeerensaft. Ja, an den. Schon tatsächlich einfach von den Dingen, weil. Schon relativ einfach von den praktischen Deal. Der praktischen Deal war so, ja, hui. Tut dir gut, man hat gesagt. Der Hund hat aber schon ein bisschen oft gemacht, so, ja, Hunde schon in dem Hund, so, hat ein bisschen oft gemacht, so, okay. Ja, das habe ich gesagt, also, ja. Ja. Ja.
ja, Abend wie das Duft. Einmal Paladin, wir eigentlich tun. Optimum. Naja, kannst nicht alles holen. Hand aufs Herz. Ja, so wie der Toten, die kriegen alle die Stadt an der Reihe. Aber die Insel, die Titan, das können wir vergessen. Die Geomaxer, die kriegen aber die Toten. Das ist schwer. Ja, wie gesagt, das ist so schwanger aus meiner Erfahrung, wo schon. Hand aufs Herz. Hand aufs Herz. Wenn der erst bei etwas unwohl fühlt oder irgendwie in du tut, gell? Den Dude von Hoher eben. Also, das Kind vielleicht stellt einfach froh, wenn da eben der Meinung sieht, die sieht am Recht, zum Beispiel eben das Beispiel mit der Klasse, wie ich das sowieso tun, respektive mit dem Interrupt-High, respektive mit der Frohen. Einfach mal ihrem Recht. Dinge verschaffen, so, ja, mir gucken mal, das aber so. Das ist, so wie du siehst, das falsch. Und das ist nicht schlimm, wenn du das siehst. Um Gottes Willen, das ist nicht schlimm. Doch, weil wahrscheinlich viele Leute, die sich dann angepisst fühlen, dann hier und da. Weil sie wissen, ja, okay, Kraft Helodin und Wurschwald, oder? Kacktroll. Ja, aber obwohl, wenn Helo heute angreift, da kann ich vielleicht stehen, du Hannen. Kann ich stehen, du vielleicht, du Hannen. Okay. Nehmen wir aber, wenn am Rest sitzt, da am Rest, sorry. Und dann mal nur froh. Und es bringt nichts, irgendetwas zu machen, für irgendeinen Gefallen zu tun. Gell? Dass die vielleicht besser dasteht und das tatsächlich nicht an den Parametern 4 gesehen. Siehe die Spracheklasse. Den Ding macht der Spruch. Da fängt man schon an. Okay. Für was tun ich noch einmal kampffrei? Oder komm, wir bandagieren nice. Ich werde mal noch einmal Kampf hei. Stealth und sitzen. Ja, ich hoffe tatsächlich, dass Henlo vielleicht. Nicht gerade sein Quest-Item gut wird, dann dass wir vielleicht heim. Heute dann, ich weiß nicht. Ich gebe schon, ja, ich gehe direkt zurück, aber pff, ja, mein Hearthstone ist da cool down. Ach, die kriegen ich nicht. Den lassen wir zu Assi. Lass mal zu Azi-Fazi den. Die kriegen ich nicht geklappt. Jetzt holen wir alles just Minmol hier nach und dann. Ah, ja. Ich gebe so, dann können wir Haut hier abhalten. Ja. Ah ja, und Hand aufs Herz, Jüpferin, die sich über so Sachen, Sachen, wo mir geschickt sind, aber wo mir persönlich wichtig sind, wann ich erst eben so erzählen, so schwenk aus meinem Leben, was mir so geschieht, das,
da man da ein böse Problem hun, gell? Gell, dass ich eben dann etwas gegen andere Leute soll hun an heiern do, gell? Toleranz, gell? Intoleranz und so. Ich habe ein Video gemacht, einfach da mal gucken. Dann lehrt er vielleicht, was ich da so will. Und wenn er das nicht passt, gell? Da so ist so dann einfach so. Und zum Beispiel der andere Video gesagt. Du kannst dich einfach von meinem Kanal verpissen, gell? Fick dich. Das ist mein Menü, das wir da lief tun. Wenn du in einem anderen Weltbild tust, wenn du einfach einen Trash willst machen, gell? Und nicht für den Asian, Dinge willst ausstellen, für den Asian Rechter, das an der Reihe, dann mach das bei dir daheim, gell? Dann kauf den Hamster und zähl dem das, gell? Oder einen von den Freunden, ganz einfach. Das ist auch an der Reihe. Die freuen sich dann auch, dass man die da schwätzen können und dass du mit anderen Leuten schwätzt, ganz einfach. Aber ich muss auch andere Leute respektieren, gell? Den hier Meinung, was sie erlebt haben, wenn du ganz ernst hast, Sebastian, dann ist das schön für dich, da freue ich mich für dich, aber Lust, Leute, mal trau. Ganz einfach, Punkt. Gut, und das war dann das Wort zum Sonntag mehr, das ist so in Haut. Ha! Und dann gebe ich so und dann Tschüssikowski auch von mir einen wunderschönen, have a nice day. Tschüss!